Make-up, 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 all dieses wunderbare Beauty-Zeug. Unter meinem letzten Get Ready With Me habt ihr mich nach meiner Make-up-Sammlung gefragt. Aber nur meine Make-up-Sammlung zu zeigen, nur um zu zeigen, was ich habe, finde ich ein bisschen langweilig. Deswegen dachte ich mir, wir machen einfach weiter mit dem Ausmisten bei meinem Make-up. Aber erstmal, salut und schön, dass ihr wieder da seid. Ich drücke mich sozusagen mit diesem Video vor dem zweiten Teil des Schrankausmistens, weil der zweite Teil meines Kleiderschranks sieht dramatisch aus und ich dachte, ich widme mich erstmal dem Make-up, weil das einfacher ist. Dachte ich am Anfang. Ja, da habe ich mich ein bisschen getäuscht, aber ich würde sagen, wir fangen erstmal von vorne an. Schauen wir uns erstmal an, wo ich mein Make-up, mein Beauty-Zeug überhaupt lager. Das ist meine Kommode, das ist so eine ganz klassische Hemmnis-IKEA-Kommode. Ich glaube, die kennen wir alle und ganz viele von uns Mädchen haben die zu Hause im Schlafzimmer oder im Wohnzimmer stehen. Daneben habe ich noch einen kleinen Spiegel hängen. Das ist einfach ein Spiegel, den ich zurechtgeschnitten habe. In einem Bilderrahmen, der zu der Hemmnis-Kommode passt. Und dann habe ich noch zwei Regalbretter, wo ich ein bisschen was verstauen kann. Mein tatsächliches Make-up befindet sich aber in der oberen Reihe von der Kommode, beziehungsweise nur in den drei oberen Schubladen. Und ich arbeite mich einfach von... Ja, Genie hat wieder was zu sagen. Ich arbeite mich einfach von links nach rechts durch in meiner Make-up-Sammlung. In der ersten Schublade ganz links bewahre ich auf meine Foundations, meine Concealer, Lippenstifte. Ja, ich habe tatsächlich Lippenstifte und davon auch nicht wenige. Und meine sozusagen Neuankömmlinge, großen Größen, die ich noch ausprobieren muss, die sind so im hinteren Teil der Schublade. Das Ganze ordne ich ein bisschen, indem ich so schwarze IKEA einlege, Böden in meine Schublade gepackt habe, sodass ich die Foundation zusammen habe, die Lippenstifte und hinten so eine Kramschublade, wo wie gesagt die großen Größen drin sind. Wie ihr seht, quillt das meist davon über und es wird absolut Zeit, es auszumisten. Ich fange an mit dem kleinen Teil Foundation. Das ist, finde ich, tatsächlich gar nicht so viel, wenn man bedenkt, dass ich viel mit Make-up oder über Make-up schreibe und für euch schminke. Beim Aussortieren gehe ich einfach danach vor, was ist leer oder fast leer, was ist schon abgelaufen und was verwende ich wirklich nicht mehr. Das kommt auf einen Haufen, Berg. Und der Rest, den ich gerne behalten möchte, kommt auf die andere Seite. Ganz klassisch im Prinzip, wie auch bei den Kleidern gehe ich hier vor. Wie ihr seht, konnte ich mich nicht von viel trennen. Es ist eigentlich fast alles geblieben. Vor allem die Cushion Foundation, die habe ich ja gerade erst gekauft. Die habe ich euch in meinem DM-Haul gezeigt, den ich euch gerne oben hinter dem i, ich weiß immer nicht, wo es ist, verlinke. Die Kiko Foundation, die ich im Moment sehr oft verwende, die ich auch in meinem letzten Get Ready With Me gezeigt habe im Auftrag. Und worauf ich mich tatsächlich freue und was ich wiederentdeckt habe, ist die BB Cream von Bioderma. Ihr wisst, ich mag Bioderma-Reinigung sehr gerne und ich freue mich schon darauf, jetzt im Sommer, wenn man es gerne leichter haben möchte, die BB-Cream mal auszuprobieren. Nach Foundation und Concealer geht es den Lippenstiften an den Kragen. Die Schublade läuft einfach oder das Fach läuft einfach über und ich frage mich eigentlich, warum, weil eigentlich trage ich so oft gar nicht Lippenstift, aber irgendwie ist es immer was, wozu ich gerne greife, was ich gerne kaufe, weil es einfach so schick aussieht und ich bei anderen immer sehe, wie cool Make-ups mit Lippenstift aussehen und dann landen die in meiner Schublade und werden nie wieder verwendet. Also da kann einiges weg, hoffentlich. Und auch hier probiere ich tatsächlich alles durch. Ich swatche jeden Lippenstift einmal auf meinem Handrücken, der am Ende aussieht wie, ja, rot. Und mir ist tatsächlich aufgefallen, dass ich sehr viele rosa stichige Lippenstifte habe, obwohl ich eigentlich eher zu orange und dunkleren Tönen tendiere. Ich weiß auch nicht warum. Die haben irgendwie eine Anziehungskraft auf mich, die ich mir nicht erklären kann. Aber für sowas ist Ausmisten auch gut, dass man sich bewusst wird, welche Sachen man gerne kauft und dann aber tatsächlich gar nicht verwendet. Dann kann man in Zukunft diese Fehlkäufe vermeiden. Tatsächlich ist am Ende doch noch ziemlich viel übrig geblieben und ich habe mir auch vorgenommen, öfter mal Lippenstift zu tragen und es auszuprobieren. Ein mattes Orange von P2 gehört zu meiner Standardausrüstung. Das ist der Long Lasting Matte
Maxi Lipstick. Das ist die 35 Forever Papaya. Die werde ich jetzt im Sommer mit Sicherheit wieder oft tragen. Und dann ein Liebling, den ich im Moment sehr oft trage, ist von L'Oreal ein Color Riche Matt Lippenstift in der Farbe 634. Den habe ich Verena von Who's Mocker nachgekauft. Die hat den auf ihrem Instagram Story Dings gezeigt und ich fand die Farbe an ihr so toll und hatte gehofft, dass sie mir auch steht und ich sage jetzt einfach, dass sie mir steht und trage die. Und zum Schluss für die erste Schublade und das wohl größte Chaos ist der hintere Teil, nämlich die Full-Size-Größen von Neuankömmlingen. Die habe ich einfach in drei Kategorien sortiert, wobei ich da ein bisschen mit mir gehadert habe, wie ich es denn überhaupt sortiere. Ich habe jetzt einmal einen Stapel gemacht mit den Sachen, die ich wirklich sozusagen direkt in dieser Schublade brauche, worauf ich schnell Zugriff haben möchte. Dann ein Teil, den ich wegräumen kann. Und dann natürlich der Teil, wo ich sage, brauche ich nicht, kann ich weggeben, kann ich verschenken oder weitergeben. Und mit dem dritten Teil ausmisten von Schublade 1. Ja, wir sind immer noch bei Schublade 1. Ging dann alles zurück in die Schublade. Ich habe das erstmal so gelassen in dieser Dreierunterteilung, wobei ich finde, das mit den Lippenstiften ist irgendwie nicht so gelungen zum Finden, Suchen von Farben. Vielleicht habt ihr da einen Tipp für mich, wie ich das noch anders machen könnte, weil die Schubladen halt sehr hoch sind und wenn ich da die Lippenstifte reinstelle, funktioniert das irgendwie nicht so richtig und so reingelegt, ist dann aber so Kramschubladenmäßig. Also wenn ihr da einen coolen Tipp habt, vielleicht auch irgendwo anders gesehen, dann schreibt mir gerne einen Kommentar. Ich bin da für jede Hilfe dankbar. Aber ich finde, insgesamt sieht die Schublade schon mal ein bisschen leerer und aufgeräumter aus, was mich ganz zufrieden stimmt. Und dementsprechend bin ich auch frohen Mutes an die Schublade Nummer 2 gegangen. Die zweite Schublade habe ich nur in zwei Teile geteilt, auch wieder einem hinteren, der ganz furchtbar chaotisch aussieht, wo all meine Reiseminis und Reiseadapter und so ein Kram drin sind. Und vorne habe ich meine liebsten Lidschattenpaletten, Eyeliner, Mascara, alles, was so um das Thema Augen-Make-up kreist. Und hier bin ich tatsächlich so vorgegangen, dass ich erstmal alles rausgeholt habe. Es hat mich aber motiviert, die Sache anzugehen. Ich habe es dann tatsächlich, obwohl ich es gerade erst ausgeräumt habe, erstmal wieder sortiert in dem Bereich Augen-Make-up und die Reiseminis. Dann habe ich mich natürlich zuerst den Augen-Make-up-Produkten zugewendet. Und hier ist mir das Aussortieren tatsächlich ziemlich schwer gefallen, muss ich sagen. Von manchen Paletten habe ich mich sehr schweren Herzens verabschiedet. Ein paar leere Container habe ich einfach aussortiert und auch hier bin ich so vorgegangen. Ein paar Sachen waren tatsächlich dabei, die schon vollkommen ausgetrocknet waren. Die sind natürlich weggegangen. Ich habe ziemlich jeden Eyeliner nochmal probiert und geswatcht und geguckt, ob der noch Farbe abgibt, ob der noch gut ist. So habe ich am Ende nicht besonders viel ausgemistet, aber doch schon ein bisschen was, was mich zufrieden gestimmt hat. Bei den Reiseminis habe ich erstmal rigoros ausgemistet und alle Minis auf 3 pro Sorte reduziert. Also maximal 3 Shampoos, maximal 3 Conditioner, maximal 3-mal Bodylotion und Seife zum Mitnehmen. Und all sowas. Und die Stecker musste ich natürlich aufheben. Die haben da dann ihren Platz wiedergefunden. Das Ganze habe ich dann auch einfach wieder zurück sortiert, einsortiert in dem gleichen Schema, wie ich es vorher hatte. Auch hier bin ich noch nicht so ganz zufrieden, weil natürlich große Paletten dabei sind, die tatsächlich selbst in die Höhe der Schubladen nicht reinpassen. Da weiß ich nicht so genau, was ich damit machen soll. Nach dieser Aktion brauchte ich tatsächlich erstmal eine Pause. Ja, die nächsten Schnipsel werdet ihr sehen, sind unter Kunstlicht aufgenommen. Wollte ich nur so kurz erklären. In der letzten Schublade habe ich hinten meine Nagellacke und meine Nagelpflege und Scheren und also ein Schnunnikram, was sich um die Nägel dreht. Und vorne habe ich, wie bei der Foundation und den Lippenstiften, 2 solche Einzelbehälter, in denen theoretisch auf der einen Seite Bronzer sind und auf der anderen Seite Blushes und Highlighter. Aber weil es mir einfacher gefallen ist, habe ich erst einmal mit den Nagellacken angefangen und festgestellt, dass ich hauptsächlich rote Nagellacke habe. Ein paar der roten Nagellacke habe ich aussortieren können, tatsächlich, weil mir die Formulierung nicht gefällt oder bei anderen, weil die schon sehr sich die Farbe so abgesetzt hat. Die sind einfach weggewandert. Bei den roten überlege ich, ob ich die auf jeden Fall noch weitergebe, wenn sie noch gut sind. Übrig geblieben sind dann natürlich wieder ein orangener Nagellack, das ist hier von Trended Up, der Double Volume und Shine Nail Polish in der Farbe 501. Ich finde die Trended Up Nagellacke wirklich, wirklich gut. Vor allem zu dem Preis verglichen mit den Essie Nagellacken, die ja teilweise in der Textur ein bisschen schwankend sind und bei denen man eigentlich immer 2 Lagen braucht.
Bei den roten habe ich da behalten, da freue ich mich schon drauf, jetzt den wieder im Sommer zu tragen. Forever Yummy ist so ein Klassiker, glaube ich. Und ein Grau von Essie habe ich natürlich auch aufgehoben. Das ist der Cocktail Blink, den habe ich, glaube ich, im letzten Video getragen und viele haben mich gefragt, was das für ein Grau war. Das war dieses Grau. Bei den beiden vorderen Abteilern, wo ich meine ganzen Puderprodukte drin habe, die habe ich erstmal alle rausgeholt und wieder nach der Kategorie sortiert, zu der sie tatsächlich gehören. Also alle Lashes zusammen, alle Bronzer, bla bla bla. Dann habe ich angefangen mit den Puderprodukten, also die zum Glanz wegnehmen. Ihr seht, ich habe gar nicht so viele und es sind auch nicht viele, die dann weggewandert sind, weil ich so dachte, oh, eigentlich kann ich die alle noch gebrauchen. Geblieben ist natürlich das Bobbi Brown Puder. Das habe ich ja gerade erst in Tokio am Flughafen gekauft. Das Malowils Puder habe ich auch aufgehoben, weil das einfach ein transparentes Puder ist. Und dann mein MAC Puder, weil ich das auch weiß, dass ich das im letzten Sommer viel verwendet habe. Und ich glaube, das macht diesen Sommer auch auf jeden Fall noch mit. Dann ging es den Blushes an den Kragen. Auch hier habe ich eigentlich nicht so viele und auch nicht viele, von denen ich mich trennen möchte. Das ist wirklich schon eine Auswahl, die ich öfter verwende. Außer den Zoeva Blush tatsächlich. Der hat so eine Farbe, der so irgendwo zwischen Bronzer und Blush liegt. Aber den werde ich auf jeden Fall in meine tägliche Make-up-Routine mal versuchen einzubinden. Genauso war es bei den Bronzern. Die liebe ich einfach alle sehr. Vor allem durften dann natürlich bleiben, von dem habe ich mittlerweile 3 Minis, die Rouge Bunny Rouge Bronzer. Auch bei den Highlightern, also diese Schublade war wirklich nicht besonders erfolgreich, ist sehr viel geblieben, eigentlich alles. Der Dior Highlighter ist natürlich geblieben, das ist mein absoluter Favorit im Moment. Und was ich neu entdeckt habe oder wiederentdeckt habe, ist von Malowils der Highlighter. Der ist nämlich wirklich extrem schön, den habe ich auch nochmal geswatcht und dachte so, hey, warum verwende ich den nicht öfter? Der hat einen ganz tollen Schimmer. Der ist natürlich nicht so golden wie der von Dior, sondern eher so ein kühler Rosé-Schimmer. Aber der kommt auch absolut in meine tägliche Routine und wird da mal eingebaut, weil ich glaube, der ist jetzt wirklich richtig schön für den Sommer. Sehr feiner Glanz. Man muss nicht immer einkaufen gehen, man kann auch mal gucken, was man so zu Hause rumliegen hat, ne? Auch hier habe ich alles einfach wieder so zurück in die Schublade geräumt, wie es vorher war. Also hinten die Nagellacke und vorne auf der einen Seite jetzt tatsächlich die Bronzer und auf der anderen Seite die Blushes und Highlighter. Einfach so, wie es eigentlich sein sollte. Dann hatte ich es endlich geschafft. Meine Make-up-Sammlung hat etwas abgenommen und ist ordentlicher sortiert. Und absoluter Vorteil, den ich wieder festgestellt habe beim Ausmisten, ist, man weiß wieder, was man hat und was man gerne trägt und was man gerne kauft, aber nie trägt. Das ist auch, finde ich, einfach mal gut, so auf dem Schirm zu haben. Ich verlinke euch einmal hier mein letztes Make-up-Tutorial und auf der anderen Seite, falls es noch hinpasst, das letzte Ausmistvideo und hier so den Button, über den ihr meinen Kanal abonnieren könnt. Ich freue mich, wenn wir uns am Dienstag wiedersehen. Macht's gut und bis bald. Bald, ne? Tschüss.